Ich habe ganz IFC24 durchsucht, um den ärmsten Verein zu finden. Und dabei bin ich auf UCD AFC gestoßen. Die haben gerade mal 745.000 Euro zur Verfügung. Und die will ich jetzt zum besten Verein der Welt machen. Aber um es nochmal interessanter und auch schwieriger zu machen, werde ich den ärmsten Verein in die vierte englische Liga packen. Dann wollen wir uns über viele Saisons in den Ligen immer weiter nach oben arbeiten, bis wir in der besten Liga der Premier League spielen. Die wollen wir gewinnen, aber es gibt sogar noch ein höheres Ziel, die Champions League. Servus oder so, willkommen zu einer neuen richtig nicen Sprint to Glory mit dem ärmsten Verein aus dem Spiel. Problem ist natürlich, dass sie nicht nur verhältnismäßig sauarm sind, sondern auch noch eine extrem schlechte Mannschaft haben. Also selbst für die vierte englische Liga ist die katastrophal. Es gibt also echt einiges zu tun. Ich fange jetzt mal bei den Verträgen an. Das ist auch verrückt, ne? Hier hat jeder Spieler einen Einjahresvertrag, bis auf Ianna Clancy. Das musste ich natürlich sofort ändern, was aber natürlich Geld gekostet hat. Für unsere Verhältnisse jetzt hier sogar ziemlich viel. Also ohne Spielerverkäufe werden kaum Einkäufe möglich sein. Aber dafür muss ich jetzt erstmal ein Spielsystem festsetzen. Und da bin ich jetzt tatsächlich einfach beim 4-2-3-1 breit geblieben. Denn damit können wir das bestmögliche Team aufstellen, wenn man das denn so nennen darf. Daraus ergibt sich dann diese Transferliste, auf der auch Michael Gallagher ist. Der ist eigentlich Stammspieler als Rechtsverteidiger. Aber ich möchte da viel lieber auf das größte Talent im Verein setzen. Und das ist der Bab, oder wie auch immer man den ausspricht. 17 Jahre alt, 73 Potenzial. Vielleicht könnte der ja auch am Ende der Karriere noch hier spielen. Wir probieren es einfach mal. Deshalb werde ich die Transferangebote für ihn jetzt auch einfach blocken. Generell noch zum Kader. Die Spieler sind fast alle richtig, richtig jung. Das liegt aber daran, dass es ein Universitätsverein ist. Und deshalb müssen auch all unsere neuen Spieler wie Yunus Emre Konak direkt mit dem Studieren beginnen. Das lege ich jetzt einfach mal so fest. Ich werde jetzt aber auch erstmal keinen weiteren Spieler mehr dazu holen. Auch wenn der Verkauf gerade ganz gut klappt. Aber ich würde halt gerne dafür sorgen, dass wir aus dem aktuellen Team wirklich das Maximum rausholen in der Entwicklung. Und deshalb möchte ich jetzt erstmal ordentlich Geld für Mitarbeiter ausgeben. Wir können sowieso nur 4 Stück holen. Da bin ich dann auch wirklich auf die allerbesten in jeder Kategorie gegangen. Das hat aber auch einfach unser komplettes Budget gekostet. Zum Glück sind zumindest noch 3 Spieler auf der Transferliste, weil eigentlich möchte ich noch unbedingt einen Keeper kaufen. Wir haben gerade nur noch einen. Zum Glück haben wir aber auch noch einen Ass im Ärmel. Und das ist unsere Jugendakademie. Ich werde keine neuen Talente scouten, aber die, die jetzt schon hier sind, warum sollte ich die nicht verwenden? Aber damit es nicht zu übertrieben wird, befördere ich die einfach jetzt alle direkt zu den Profis. Außer natürlich den 15-Jährigen. Komm, den können wir dann auch eigentlich gleich freigeben. Der ist eh nicht so gut. Und dann können wir gleich noch ein paar zusätzliche Spieler verkaufen. Wie Norris, O'Connor, Moore und Kinsella Bishop. Damit haben wir am Ende der Transferphase diesen Kader und diese erste Mannschaft hier. Aber es ist natürlich auch noch Geld übrig. Fast 1 Million. Aber ich möchte halt meinen ganzen Talenten die Spielzeit nicht klauen. Und deshalb bin ich jetzt auf den Innenverteidiger gegangen. Mit der so ziemlich gesamten restlichen Kohle. Der neue Mann heißt Diogo Montero, kommt von Leeds, die zum Glück nur noch zweite Liga spielen in England, weil ansonsten hätte er sich ja nicht neu orientieren wollen. Ich nehme halt jetzt schon so ein bisschen in Kauf, dass wir eine absolute Katastrophensaison spielen. Aber die Hauptsache für mich ist jetzt einfach, dass unsere talentierten Spieler sich weiterentwickeln können, weil ich glaube, dass das langfristig das Beste ist und das Projekt ist ja sehr langfristig angelegt. Nur hat das halt jetzt auch dafür gesorgt, dass ich bei einem anderen Verein Trainer bin. Denn egal, was ich getan habe mit der Cheat Engine, UCD AFC hat mich immer gefeuert. Kein Wunder, die haben gerade mal 3 Spiele gewonnen. Aber schon crazy, dass man nicht mal mit Cheats im Amt bleiben kann. Aber jetzt kann ich natürlich wieder zurückkehren. Wobei man bedenken sollte, dass ich schon im Dezember gefeuert wurde. Also ich hoffe mal wirklich, die Mannschaft hat sich nicht zu sehr verändert. Meine eingestellten Mitarbeiter, die sind natürlich alle weg. Die müssen wir wiederholen. Aber dafür haben wir jetzt auch ein neues Budget zur Verfügung. Sogar unfassbare 2,2 Millionen. Ja komm, dann machen wir das einfach so. Ich stelle jetzt direkt wieder 4 Coaches ein. Es waren sogar 5 möglich, aber ich glaube, für den Sternen kommen wir jetzt wieder genau auf die gleiche Zahl wie vorhin, weil es gab keinen 4-Sterne-Offensivtrainer gerade. Das Team an sich sieht aber eigentlich ganz gut aus. Das Budget werde ich jetzt auf alle Fälle noch runtersetzen, weil sonst wäre das jetzt auf das von der nächsten Saison noch oben drauf gekommen. Ich denke mal, wir hatten so 100.000 übrig, das passt. Wir können ja jetzt noch kurz schauen.
ob wir im FA Cup irgendwo hingekommen sind. Oha, Runde 2, 3:0 Sieg gegen Derby County. In Runde 3 dann gegen Bolton verloren. Im Carabao Cup gegen Hull ausgeschieden. Die Champions League hat der FC Bayern einfach gewonnen. Bester Torschütze bei uns wurde Kieran Behan zusammen mit Sebastian Madsen, einem Jugendspieler. Von dem erwarte ich mir noch einiges. Und für manche Talente könnte es jetzt halt sogar ganz gut sein, dass das dynamische Potenzial nicht so hart reinkickt, weil wir sogar über die Hälfte der Saison bei einem anderen Verein verbracht haben. Ich hoffe wirklich, in der zweiten Saison läuft jetzt einfach alles normal und wir werden am besten einfach nie wieder rausgeworfen. Budget ist ordentlich angestiegen, 2 Millionen. Ich glaube, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass der Verein jetzt eben nicht in Irland spielt, sondern in England. Und da ist einfach mehr Geld unterwegs. Dementsprechend sind ja auch die Gehälter, die wir zahlen, höher. Insgesamt 7 Spieler können wir auf alle Fälle auch noch verkaufen, wenn die denn jemand haben will. Hey, und mir fällt es einfach erst jetzt auf. Genau der einzige Spieler, den ich nicht verkaufen wollte, den haben die einfach verkauft. Ich glaube, der ist auch gerade jetzt erst weggegangen. Daniel Bubb ist zu Wrexham gewechselt. Hä, den will ich aber sofort zurückhaben. Hat mich halt jetzt auch nochmal 500.000 Euro gekostet. So habe ich mir den Start hier wirklich nicht vorgestellt. Für einen zusätzlichen Mitarbeiter gebe ich auch nochmal ein bisschen Kohle aus. Aber wir können uns zum Glück dank den ganzen Spielerverkäufen trotzdem noch 2 richtig gute Talente leisten. Vor allem für einen neuen Stürmer habe ich dabei sogar tief in die Tasche gegriffen. Allen Obando hat 84 Potenzial und 2,5 Millionen gekostet. Und dazu kam noch Maurizio Amaro für die 6. Die Mannschaft wird also immer talentelastiger, aber genauso muss das auch sein. Komm, und jetzt bitte lass mich die Saison einfach normal spielen. Da hilft es natürlich, wenn das Team gut performt und die Neuverpflichtung tun ihren Job. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass wir diese Saison nicht gefeuert werden. Und genauso ist es. Let's go! Obando hat jetzt schon eine 73. Ich habe die Wang in der Startelf gesehen. Der hat einen Wechsel gefordert. Hat aber 24 Mal gespielt, verstehe ich nicht so ganz. Den wollte ich eigentlich noch zum RM umformen. Das kann ich jetzt. Aber dann muss ich ihn nächste Saison wahrscheinlich sowieso verkaufen. Er hat 3 Tore geschossen. Obando aber 24. Bester Vorlagengeber ist Kieran Behan. Die Namen ganz, ganz schlimm. Und in der Tabelle werden wir sogar Zweiter. Jetzt warte mal. Heißt das, wir sind direkt aufgestiegen? Ich glaube schon, ne? Wenn ich das hier richtig deute, dann glaube ich, steigen die ersten 3 direkt auf. Und die anderen spielen so ein Mini-Turnier. Die League 2 Playoffs. Genau, da waren wir nicht mit dabei. Das heißt, wir spielen nächste Saison 3. Liga. Schon in der 3. Saison. So schnell kann es gehen. Im FA Cup haben wir gegen Preston verloren. Im Carabao Cup gegen Crawley Town im Elfmeterschießen. Aber es erwartet halt auch noch niemand irgendwas von uns in den Pokalwettbewerben. Will außer Wang sonst noch jemand weg? Oha, Montero, nee. Den kann ich runternehmen. Aber Madsen. Das heißt, wir können Agnero eigentlich mal runternehmen. Ich arbeite einfach jetzt schon für die nächste Saison vor. Und zwar für die 3. Was passt zur 3. Saison? Richtig, die 3. englische Liga. Ziel vom Vorstand ist Mittelfeldplatz belegen. Also das könnte schon ein kleiner Kampf werden hier. Wobei ich natürlich auch nochmal einkaufe. Na toll, aber jetzt sehe ich halt, dass ich noch sau viele Verträge verlängern muss. Darunter wären auch die von Wang und Madsen. Aber das geht ja nicht, weil die beide weg wollen. Das heißt, ich muss die aber auch wirklich alle beide verkaufen. Das kann nicht mehr länger hinausgezögert werden. Aber damit ist auch klar, für welche Position wir einen Spieler brauchen. Natürlich. Rechtes Mittelfeld. Und der gute Esse oder Essi kann die Position spielen, ist von Haus aus ein ZOM. Deshalb wird es jetzt schon auch wichtig, dass man den umwandeln kann. Was war halt schon schwer genug, überhaupt wieder einen Spieler zu finden. Der Potenzial hat, der vom Preis her reinpasst und den wir uns leisten können. Er lernt RM in 2 Wochen. Perfekt, damit ist er in der Mannschaft ohne Frage gesetzt. So, und jetzt versuche ich auch noch irgendwie einen talentierten Innenverteidiger ranzubekommen. Aber um mir das leisten zu können, muss ich leider den bisherigen Kapitän Jack Keeney verkaufen. Sehr gut, dass jetzt auch noch Turnierpreisgeld dazukommt aus dem Vorbereitungsturnier. Und damit ist halt jetzt wirklich nochmal was möglich. Mit insgesamt 2,3 Millionen. Und ich bin super zufrieden mit dem Deal. Auch wenn da jetzt wirklich eine hohe Weiterverkaufsgebühr mit drin ist. Aber ansonsten hätte ich mir Wisdom MA nicht leisten können. Der hat so ein bisschen über 2 Millionen gekostet und hat einen Marktwert von 2,7. Also ein absoluter Traum für so einen Schnäppchenjäger wie mich. Und jetzt gerade, wo ich das Team sehe, werde ich schon wieder ein bisschen optimistischer. Vielleicht können wir ja auch diese Saison wieder oben mitspielen. Ich wurde auch wieder nicht entlassen, also positives Zeichen. So sieht das Team aus. Obando hat eine 79 und ich habe ihm jetzt sogar extra ein Bild gegeben. Hier schaut es euch an, das sieht sogar echt ganz okay aus. 18 Tore, Top-Torschütze, bester Vorlagengeber ist Behan. Was ist mit Konak? Der hat auch ein Bild bekommen. Ein Tor, eine Vorlage. Das Bild ist ein bisschen verzogen, aber besser als nix. Und jetzt rüber zur Tabelle. Wir werden Achter in dieser Saison. Vorgabe war Mittelfeldplatz belegen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Mittelfeldplatz belegt. Also es
ist wohl noch zu früh für die zweite Liga, aber damit kann ich sehr gut leben. FA Cup-Sieger wird Arsenal. Wir kommen bis in die fünfte Runde. Haben sogar einfach gegen Manchester City gespielt. Sehr, sehr cool. Auf alle Fälle ein Erfolg für den ursprünglich ärmsten Verein aus ganz IFC. Champions League-Sieger wird der FC Barcelona. Die Top-Torjäger bei uns haben wir ja schon gesehen. Wir können ja zumindest mal noch abchecken, auf welchem Platz Obando damit in der Torjägerliste ist. Er landet auf Rang 12 mit 15 Toren. Die meisten hat Yates, der hat einfach 31 geschossen. In der vierten Saison ist unser erstes Ziel jetzt mal, die komplette Mannschaft auf eine 70 zu bringen. Da fehlt es ja wirklich nur noch auf der Linksverteidigerposition und im offensiven Mittelfeld. Budget beträgt, um genau zu sein, 2,4 Millionen. Das ist nicht so besonders viel. Vor allem, weil ich meine Strategie mit den Mitarbeitern halt immer noch fahre und da jede Saison einen weiteren dazu hole. Wobei ich da halt nicht immer den allerteuersten nehme. Also er hier kostet 1680 Euro in der Woche. Den muss man dann fast schon mitnehmen. Ohne Spielerverkäufe geht hier gar nichts. Aber warum will denn jetzt Esse weg? Als ob der nicht gespielt hat. Bei Konak verstehe ich es ja einigermaßen. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, mit dem Bild spiele ich hier ganz bestimmt nicht mehr. Aber vor allem Esse wollte ich halt überhaupt nicht verkaufen. Naja, dann wissen wir wenigstens, auf welchen Positionen wir neue Spieler brauchen. Nämlich im rechten Mittelfeld mit Fabian Suarez. Und auch mal wieder auf der Sechser-Position mit Eyüp Aydın. Sind halt jetzt wieder beides Spieler ohne Bild. Also habe ich mal wieder ein bisschen gezaubert. Und jetzt haben sie beide ein Bild. Ich finde, das macht die Spieler gleich so viel sympathischer. Auch wenn das jetzt alles nicht so perfekt zusammenpasst. Aber Hauptsache, man hat ein Gesicht dazu. Ey, und wir müssen jetzt unbedingt aus dieser dritten Liga raus. Es nervt so extrem, wenn sich die Spieler immer alle nicht neu orientieren wollen. Und ab der zweiten Liga hört das zum Glück auch auf. Und vor allem geht es in der zweiten englischen Liga auch nochmal um ganz andere Summen. Also auf geht's, Jungs. Holt uns raus aus dem Sumpf. 82er Obando hat hoffentlich krass gecarried. Kommt aber nur auf 14 Tore. Da war Perez einfach besser. Und dieser Bayhan macht irgendwie immer so viele Spiele und gibt so viele Vorlagen. Ich check's nicht so ganz. Was hat der automatische Trainer mit dem? Wahrscheinlich wollte der Esse auch deshalb weg. Let's go. UCD AFC auf dem zweiten Platz. Das ist der direkte Aufstieg in die zweite Liga. Weil auch hier gibt's ja wieder so schöne Playoffs. Da nehmen wir aber erneut nicht dran teil. Weil hier spielt der dritte bis sechster Platz aus, genau. In den FA Cup schauen wir natürlich noch rein. Der geht einfach an Fulham, das ist schon sehr, sehr crazy. Wir waren aber wohl nicht crazy. Haben uns in der zweiten Runde gegen Oxford verabschiedet. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber gut, Hauptsache wir kommen in der Liga weiter. Klettern da nach oben, das hat ganz klare Priorität. Damit wir uns irgendwann mal auf den Champions League Titel fokussieren können. Ich muss da jetzt vielleicht aber auch mal ein bisschen bremsen. Das Team ist bei weitem noch nicht gut genug für die Premier League. Vor allem diese Ersatzbank, ne? Die hat ja eigentlich nicht mal was in der zweiten Liga zu suchen. Die fünfte Saison müssen wir jetzt übergangsweise wieder ein bisschen auf Englisch spielen. Sonst lässt sich der Spielstand nicht laden. Das ist aber irgendwie immer nur zu Beginn der Saison so. Auf die Transferliste müssen wir unbedingt schauen. Denn da befindet sich Fabian Suarez, der natürlich den Verein verlassen möchte. Also das mit den rechten Mittelfeldspielern ist echt ein Problem. Aber der automatische Trainer liebt Bayhan. Ungefähr so wie ich neue Mitarbeiter. Da holen wir jetzt einfach einen für einen Angriff. Am besten mit 4 Sternen. Da gibt es auch einen. Und dann haben wir da einfach 8 von 8. Also Obando muss eigentlich krass werden. Suarez wechselt für 7,2 Millionen zu Everton. Damit haben wir jetzt 12 Millionen gerade mal zur Verfügung für einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Also ich werde halt wahrscheinlich wieder nur einen Spieler kaufen in der Transferphase. Ich würde die Bank ja gerne aufbessern, aber es ist einfach nicht möglich. Aber wenigstens orientieren sich die Spieler jetzt neu. Und somit kann ich Sean Moore von Montpellier holen. Für 10 Millionen Euro, 82 Potenzial. Der hat halt nur schon wieder kein Bild. Das kann ich natürlich nicht so lassen. Ui, jetzt haben wir hier endlich mal ein Angebot, was ich annehmen muss. Wir bekommen 30,4 Millionen für Wisdom Emmy. Problem ist halt nur seine Weiterverkaufsgebühr, ne? Also so besonders viel Transferbudget hat das dann doch nicht eingebracht. Zum Glück haben wir das Vorbereitungsturnier gewonnen. Und ich denke, mit 20 Millionen können wir jetzt doch ein kleines Upgrade auf der Position vornehmen. Und ich habe natürlich auch noch einen Spieler rausgesucht, bei dem der Vertrag ausläuft. Das ist jemand, den ihr auch in der Bielefeld-Karriere schon öfter vorgeschlagen habt. Ein großes deutsches Innenverteidiger-Talent, Leandro Morgalla. Natürlich musste jetzt bei der Verpflichtung wieder sein Potenzial und damit auch sein Marktwert runtergehen. Damit ist es dann auch schon kein so großes Schnäppchen mehr. Komm, aber jetzt verkaufe ich einfach noch Igor Martins für diese 31,9 Millionen, weil ich will diese 6 Millionen da auch noch ausgeben. Und damit können wir uns jetzt wahrscheinlich nochmal einen richtig krassen Keeper leisten, nachdem wir den ursprünglichen Jugendspieler wirklich an die Rangers verkauft haben. Mit 32 Millionen sollte da schon einiges möglich sein. Und so ein Engländer
Trainer zurück nach England zu holen, ist doch eigentlich sogar relativ realistisch. Ich weiß, wir sind ein irischer Verein, aber wir spielen in England. Und deshalb her mit James Trafford. Bei dem ist der Marktwert jetzt sogar mal hochgegangen. So ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, und so ein 80er-Keeper ist natürlich schon sehr, sehr krass für die zweite englische Liga. Der Vorstand will einen Mittelfeldplatz. Ich dagegen würde schon sehr gerne wieder um den Aufstieg mitspielen. Also die Ergebnisse waren sehr gemischt. Wir hatten aber hier und da auch mal längere Winstreaks. Und der Vorstand wusste ja noch nicht, dass ich so einen krassen Keeper hole. Bester Torschütze, Alan Obando. Das ist überhaupt keine Überraschung. Bester Vorlagengeber ist er auch. Für den haben natürlich auch schon immer mal wieder andere Vereine geboten. Aber die Angebote waren nie besonders gut. Wartet mal. Wir wurden Dritter in der Liga. Mit 83 Punkten sind also nicht direkt aufgestiegen. Haben dann aber, wie man es gerade gesehen hat, die Playoffs gewonnen und sind damit in der Premier League ab nächster Saison. Boah, aber dann erwarte ich jetzt aber schon, dass das Budget einfach nur unfassbar krass ansteigt. Ich meine, wir hatten für einen Verein in der zweiten englischen Liga ja diese Saison wirklich schon extrem wenig Geld. Weil teilweise geben diese Clubs halt auch so viel aus. Aber wir hatten da gar nicht die Möglichkeit dazu. Aber wenn du halt in der Premier League spielst, dann musst du doch wirklich steinreich sein. Weil so wie die Mannschaft jetzt gerade ist, werden wir in der Liga wahrscheinlich auseinandergenommen. So wirklich die einzige Hoffnung ist unser Torwart und unser Stürmer. Es ist aber natürlich schon extrem cool, dass wir jetzt in der sechsten Saison Premier League spielen. Das mit einem Budget von 37 Millionen. Also man merkt immer noch, dass wir den ärmsten Verein aus ganz IFC übernommen haben. Für einen Premier League Club ist das wirklich arm. Und ich muss ja auch noch Verträge verlängern und die werden alle so viel Geld fordern jetzt. Da ist dann schon auch direkt wieder einiges weg. Und in der Theorie müsste ich fast alle anderen Verträge ja auch noch aufstocken. Und ihr seht ja, die sind alle unglücklich über ihren Vertrag. Aber das mache ich dann mit der Kohle am Ende, die möglicherweise übrig bleibt nach der Transferphase. Wenn es das denn geben sollte, weil für unsere verkauften Spieler nehmen wir nicht sonderlich viel ein. Adam Wells ist jetzt weg, der hat eine 60er Gesamtstärke. Aber damit ist klar, ich will einen neuen Innenverteidiger. Ich muss das Angebot für Song jetzt annehmen. Der hat sowieso nicht mehr viel Steigerungspotenzial und ich brauche das Geld unbedingt, weil ich ihn hier unbedingt kaufen wollte. Jorel Hato von Manchester United war mit einem auslaufenden Vertrag ausgestattet und deshalb musste ich da jetzt einfach ganz schnell zuschlagen. Damit haben wir den ersten halbwegs brauchbaren Spieler auf der Bank. Andererseits natürlich ein Problem auf der Linksverteidigerposition. Da muss ich jetzt schauen, ob ich das irgendwie mit 2,2 Millionen lösen kann. Ich glaube, das ist nahezu unmöglich. Ach komm, dann verkaufe ich halt einfach noch einen Spieler. UCD, AFC und die Rechtsmittelfeldverkäufe. Das ist so eine Story. 62,2 Millionen haben wir für Sean Moore bekommen. Und jetzt kann ich die Kohle einfach auf zwei Positionen aufteilen. Ungefähr 50% investieren wir in Patrick Dorgu, dem ich aber auch wieder selbst ein Bild geben musste. Ich check irgendwie nicht, wie er das bei so vielen Spielern nicht hinbekommt. Bei ihm haben sie es immerhin geschafft. Das ist Nestori Irankunda, ein 22-jähriger Australier. Also wir haben jetzt doch noch eine erstaunlich schlagkräftige Truppe zusammengestellt. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die aus der Premier League absteigt. Und es sah echt vielversprechend aus, was die Ergebnisse angeht. Auffällig war, dass wir gegen die Top-Teams eigentlich fast immer verloren haben. Aber ansonsten haben wir unsere Punkte geholt. Jetzt muss ich halt dann leider bald Brown und Bub austauschen. Aber das ist was für die nächste Saison, in der wir nicht international spielen. So viel ist schon mal klar, außer wir hätten jetzt irgendwie den FA Cup gewonnen. Arsenal ist Premier League Sieger. Wir dümpeln da irgendwo im Mittelfeld rum. Haben halt aber auch wirklich rein gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Und das ist erstmal das Wichtigste. FA Cup aus gegen die Spurs im Carabao Cup. Sind wir in Runde 3 geflogen. Aber irgendwann muss es ja mal losgehen mit den richtig krassen Pokal-Runs. Die würde ich schon auch sehr gerne irgendwann mal gewinnen in diesem Video. Top-Torschütze in der Premier League natürlich Alan Obando, der immer noch gerade mal 23 Jahre alt ist. Geld, Geld, Geld. Wir brauchen Geld, Geld, Geld in der siebten Saison. Aber wir haben gerade mal 22 Millionen. Was ist denn das bitte? Hallo, wir sind ein Premier League Mittelfeldclub. So muss ich jetzt wieder die halbe Mannschaft verkaufen, damit wir uns irgendwie Spieler leisten können. Ich hätte jetzt gerne einen Zehner und einen Rechtsverteidiger geholt. So ist jetzt eigentlich erstmal nur eins von beidem möglich. Ich werde Alex Dunne verkaufen, um mal mindestens rechts hinten einen neuen Spieler zu holen. Alles andere ist eine Frage der Verkäufe. Vor allem durch Vertragsverlängerung und einen neuen Mitarbeiter
Mitarbeiter ist das Budget jetzt noch weiter abgesunken. 18 Millionen für einen Premier League Club, das ist ein Witz, Mann. Jetzt kann man natürlich auch völlig zu Recht sagen, dass es nun mal Teil der Challenge ist. Und jetzt sind sowieso alle Geldprobleme gelöst, denn ich habe gerade Obando an Chelsea verkauft für 272 Millionen. Klar, der Typ ist saugut und schon viele Jahre dabei, aber mit dem Geld können wir die Mannschaft auf so vielen Positionen verstärken. Auf einmal hat der ärmste Club 250 Millionen am Start. Als erstes kaufe ich mal direkt wieder einen neuen Stürmer. Das ist ja sowieso klar, aber der ist jetzt nicht so viel schlechter als sein Vorgänger Mathys Tel, kommt vom amtierenden Premier League Meister, aber halt auch für stolze 118 Millionen. Einen krassen Rechtsverteidiger können wir uns immer noch leisten und ich habe sogar vor, noch einen weiteren Spieler zu holen, dann für die Zehner-Position. Aber jetzt bitte erstmal freuen über die sehr günstige Verpflichtung von Marlo Gusto. Bapp macht ab sofort immerhin unsere Bank besser. Das wird auch gleich hoffentlich noch ein Spieler tun. Und zwar er hier, der gute Brown. Man hätte jetzt vielleicht noch einen Spieler mit ein, zwei Gesamtstärken mehr holen können. Aber ich habe mich schlussendlich für Paul Wanner entschieden. Das Potenzial ist das gleiche und ich denke, die meisten von euch finden es ebenso cool wie ich, dass der jetzt ab sofort für uns in der Premier League spielt. Und jetzt kann ich am Ende der Transferphase halt wirklich nochmal ein bisschen Geld in Vertragsverlängerungen investieren. Beziehungsweise eigentlich meine ich nicht Vertragsverlängerungen, sondern Vertragsverbesserungen. Damit wurde das Geld nochmal gut angelegt und alles, was jetzt noch übrig ist, nehmen wir mit rüber in die nächste Saison, in der wir dann hoffentlich international spielen, weil die Mannschaft ist mittlerweile so gut, die muss eigentlich nach Europa. Über die Ersatzbank reden wir nicht, aber die wird ja auch langsam besser. Wir werden Zweiter in der Premier League. Let's go! Am Ende ist nur der FC Arsenal besser und das heißt, wir spielen nächste Saison zum ersten Mal Champions League mit UCD AFC, dem ärmsten Verein im gesamten Spiel. Im Pokal lief es halt wieder nicht so gut, ne? Immerhin im Viertelfinale im Carabao Cup. Vielleicht ist da ja dann wirklich die Bank so ein bisschen das Problem, weil normalerweise rotiert man in den Wettbewerben ja so ein bisschen, aber das ist mit unserer Mannschaft halt nicht wirklich sinnvoll möglich. Bester Torschütze Felix Perez einfach. Tell nur mit 13 Buden. Na, da erwarte ich mir aber deutlich mehr in der nächsten Saison. Saison Nummer 8 und als Champions League Verein steigt das Budget jetzt endlich mal ordentlich an. Mit dem Geld können wir zumindest einen richtig guten Stammspieler kaufen. Aber es ist halt schwer zu sagen, für welche Position. Auf der 6 sind wir jetzt nicht so krass. Und da ist die Bank auch noch relativ schlecht. Wobei wir auch einen neuen Ersatzkeeper gebrauchen könnten. Vor allem will der Yunus CDB die ganze Zeit ausgeliehen werden. Ich hole den sonst halt immer zurück. Aber das Problem ist hiermit dann auch gelöst. Alex Remiro ist neu dabei. Ist auch perfekt, dass der eine 86 hat. Genauso wollte ich das. Und damit ist der immer noch schlechter ist James Trafford. Und der soll natürlich die ganze Spielzeit bekommen. Mittlerweile können wir hier und da sogar so ein bisschen auf Erfahrung setzen. Wobei die 28 Jahre von Samuele Ricci oder Ricci auch noch voll im Rahmen sind. Damit ist die Geldbörse erstmal wieder leer. Noch ist die Transferphase aber nicht vorbei. Das ist jetzt aber, die Angebote waren enttäuschend. Morgalla hätte ich fast verkauft. Der darf aber auch gerne hier bleiben. Und damit jetzt auf in Richtung erster Premier League Titel. Nachdem wir letzte Saison Zweiter wurden, kann es ja jetzt gar kein anderes Ziel mehr geben. Ich habe jetzt aber erstmal nur bis zum Februar simuliert, aufgrund der Champions League. Aber natürlich ziehen wir uns jetzt auch kurz die Zwischenstände rein. Wir sind Vierter in der Liga. 6 Punkte hinter dem ersten Manchester City in der Champions League. Stehen wir da überhaupt im Achtelfinale? Nein! Wir sind Gruppenletzter geworden. Hinter Benfica, Salzburg, Barca. Auch der FC Barcelona ist einfach rausgeflogen. Komplett crazy. Ja gut, dann können wir auch einfach gleich bis zum Ende springen. Ich dachte, wir simulieren die K.O.-Phase halt jetzt so, wie man es gewohnt ist von Sprint to Glory. Aber scheinbar ist das Team noch nicht gut genug für den Champions League Titel und auch nicht für den Premier League Titel. Wir spielen sogar so katastrophal, dass wir nächste Saison nicht mal dabei sind in der Champions League. Holen nur 65 Punkte. Das ist auf alle Fälle eine Enttäuschung. Das Halbfinale im FA Cup macht es auch nur so ein bisschen besser. Carabao Cup haben wir nicht gewonnen. Da sind wir gegen Manchester City im Elfmeterschießen rausgeflogen. Ja, und wir wissen ja schon, dass wir in der Champions League und generell international verkackt haben. Das hat ja nicht mal für den dritten Platz gereicht. Dann hätten wir wenigstens noch Europa League spielen können. Ey, aber dieser Felix Perez, der ist bester Torschütze und bester Vorlagengeber, hat jetzt schon eine 90, ist 25 Jahre alt. Aktuell ist Mathys Tel noch besser, aber ich denke, das dauert nicht lang, dann ist Perez unser bester Spieler.
Saison 9, aber es wird mindestens auch noch eine 10. geben. Denn wir müssen uns ja jetzt diese Saison erstmal überhaupt für die Champions League qualifizieren. Ey, aber wie zur Hölle soll ich denn bitte die Mannschaft verbessern mit 52 Millionen? Das reicht mittlerweile nicht mehr wirklich. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wieder so viele Vereine Morgalla haben wollen, weil dann kann ich den für relativ viel Geld verkaufen. Ganz anders als CDB. Ach so, und einen Linksverteidiger brauchen wir eigentlich auch noch, weil da hat der Ersatz von Patrick Dorgu einfach aufgehört. Also es gibt mittlerweile Spieler hier, die beenden ihre Karriere. Als nächstes ist Darakin dran. Aber dann müssen wir da zur Not halt einfach mit nur einem Linksverteidiger im Kader auskommen. Wobei schon noch Geld übrig geblieben ist. Denn ich konnte mir Antonio Silva für einen Preis unter seinem Marktwert schnappen. Sogar 10 Millionen einfach drunter. Da können wir doch noch jemanden holen. Und zwar Luca Netz. Der hat ja mal so viel Potenzial, ne? Mittlerweile liegt es einfach nur noch bei einer 80. Aber für einen Backup-Spieler eigentlich perfekt. Jetzt kann sich die Bank sogar halbwegs sehen lassen. Für jemanden, der die Premier League gewinnen will, ist es immer noch ein bisschen mager. Wobei mir das diese Saison jetzt auch noch gar nicht so wichtig ist. Aber wir müssen uns einfach für die Champions League qualifizieren. Das Team ist doch auch einfach viel zu gut, um nicht in der Champions League dabei zu sein. Geschweige denn überhaupt nicht europäisch, so wie es jetzt diese Saison war. James Trafford kommt immerhin noch auf 28 Einsätze. Ah, und er hat seine Transferanfrage zum Glück zurückgezogen. Denn er wollte uns jetzt zwischenzeitlich verlassen, weil der automatische Trainer aus irgendeinem Grund die ganze Zeit Alex Remiro hat spielen lassen. In der Rückrunde war das dann zum Glück nicht mehr so. Und wie viel da werden wir in der Premier League? UCD. Die AFC gewinnt den Titel! Let's go, da ist er doch! Und es ist generell der erste Titel überhaupt in dieser Sprint to Glory. Das bedeutet natürlich auch, wir sind nächste Saison mit dabei in der Champions League. Carabao Cup-Sieger ist Manchester City. Wir sind hier gegen die Wolves rausgeflogen im Elfmeterschießen. Die Champions League geht an FC Barcelona in dieser Saison. Aber nächste Saison, das ist zumindest der Plan, wird diese richtig geile Mannschaft triumphieren in dem Wettbewerb. Wir schreiben das Jahr 2032 und gehen damit in die 10. Saison mit dem ärmsten Club UCD AFC. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr der ärmste Club. Budget 100 Millionen Euro. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. In jedem Fall muss schon mal ein neuer Sechser her, weil Amaro unbedingt weg will. Er ist im letzten Vertragsjahr. Ich werde auch nicht mehr als 35 Millionen für ihn bekommen. Aber da ist natürlich die Frage, ob ich jetzt wirklich das komplette Geld nur in einen Spieler investiere. So richtig geht es auf der Position gar nicht. Denn ich habe jetzt mit Eduardo Camavinga sowieso schon den Spieler mit dem höchsten Potenzial in seinem Alterssegment geholt, habe dafür das ursprüngliche Budget von 100 Millionen hingelegt. Jetzt sind aber natürlich noch 22 Millionen übrig. Verträge sind schon verlängert, ein neuer Mitarbeiter wurde auch geholt. Man könnte halt jetzt noch einen vierten Sechser kaufen, das braucht der Kader eigentlich. Mehr als ein Backup-Spieler ist wohl eh nicht drin. Wir bekommen schon immer wieder ganz interessante Angebote, aber das Problem ist halt bei ganz vielen Spielern, wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich halt niemals einen gleichen bis besseren Ersatz bekommen und dann kann ich es auch gleich bleiben lassen. Also holen wir uns einfach Giacomo Fatichanti. Was ein Name, ey. Aber der ist wieder ein super Backup mit seiner 80. War auch durch auslaufenden Vertrag mal wieder günstiger. Und dadurch können wir jetzt gerade, was die Sechser-Position angeht, echt richtig gut durchtauschen. Dann ist es tatsächlich auch nicht ganz so schlimm, wenn der automatische Trainer da mal wieder ein bisschen abwechselt. In der Champions League K.O.-Phase gleich sorge ich natürlich dafür, dass das nicht passiert. Also, dass wirklich die Top 11 spielt hier. Und die wird den Laden sowas von auseinandernehmen. Sogar noch mehr als die Premier League bis jetzt. Und da ist der Club aktuell nur 2. Community Shield wurde gewonnen. FA Cup verabschiedet gegen Chelsea. Carabao Cup im Finale. Okay, immerhin können wir den Carabao Cup gewinnen. Und in der Champions League treffen wir jetzt direkt auf den FC Barcelona. Und das, obwohl wir Gruppenerster wurden. Aber gut, da gab es doch auch diese Champions League Gruppenphase, in der wir zusammen mit dem FC Barcelona rausgeflogen sind. Also man darf die wohl auch einfach nicht überschätzen. Die spielen mit Ansu Fati, Alvarez und Masilu vorne drin. Oh, ansonsten aber schon viele bekannte Karrieremodus-Talente. Also die musst du erstmal bezwingen. Hinspiel geht 1:1 aus. Die Entscheidung verschiebt sich also voll und ganz aufs Rückspiel in der UCD Bowl. So heißt einfach das Stadion von unserem Verein. Komm, Männer, ihr könnt jetzt nicht im Achtelfinale ausscheiden. Let's go. Hellender 70. und Camavinga, sie drehen das Spiel. Was habe ich gerade, Achtel- oder Viertelfinale gesagt? Wir waren auf alle Fälle jetzt im Achtelfinale und kommen ins Viertelfinale, wo der Gegner Bayern heißt. Also wir haben keine leichten Lose. Wobei man natürlich schon auch dazu sagen muss, innerhalb von 10 Saisons im Karrieremodus werden vor allem die Top-Vereine normalerweise schlechter. Also auf einzelnen Positionen, okay.
Aber Musiala ist krass, Garnacho ist krass, Meier ist krass, Ignacio, Araujo. Der Simon könnte der neue Regen sein. Dieses Mal das Hinspiel in der UCD Bowl. 2:2, schon wieder so ein Unentschieden. Heißt, wir müssen die Bayern jetzt in der Allianz Arena auseinandernehmen. Matthijs Tel gegen seinen Ex-Verein. 3:1 Sieg, er trifft aber nicht. Wurde in der 46. einfach ausgewechselt. Und für ihn ist dann Brown reingekommen. Der kann ja nicht mal Stürmer spielen. Aber gut, wir haben auch keinen Stürmer auf der Ersatzbank. Vielleicht war er platt, der Matthijs. Rein ins Halbfinale und es wartet schon wieder eine deutsche Mannschaft. Dieses Mal RB Leipzig. Die soll natürlich auf keinen Fall ins Champions League Finale kommen. Und dieses Mal gewinnen wir sogar das Hinspiel. Oha, das ist ein Riesenschritt in Richtung Finale. In der Premier League führen wir gerade auch die Tabelle an mit 3 Punkten Vorsprung und einem Spiel weniger. Also es sieht so aus, als könnten wir mal mindestens das Double gewinnen. 2:2 gegen Aston Villa ist jetzt nicht so perfekt. Der Einzug ins Champions League Finale dafür aber schon. Und es war eine mega knappe Nummer. Erst in der Verlängerung hat Perez in der 119. Minute das alles entscheidende Tor geschossen. Ey, und wie heftig ist denn das bitte? Wir sind einfach im Champions League Halbfinale und das sind außer uns nur deutsche Vereine. Und jetzt spielen wir im Finale dann einfach gegen Eintracht Frankfurt. Da hoffen wir mal, dass die deutschen Vereine sich im Real Life genauso gut entwickeln wie hier. Das kann man sich eigentlich nicht so richtig vorstellen. Vor allem, weil in der Premier League halt so extrem viel Geld unterwegs ist. Oh, schau euch das Team an. Ich habe mich schon ein bisschen verliebt hier gerade. Vor allem dieser Perez, ne? Hat eine 94, damit wie angekündigt unser bester Spieler. Aber Tell ist tatsächlich immer noch genauso gut. Hat auch eine 94. Und ist höchstwahrscheinlich der beste Torschütze bei uns. Ist er nicht. Perez schießt mehr Tore und gibt mehr Vorlagen. Und das vom linken Mittelfeld aus. Hat auch einfach 60 Spiele gemacht diese Saison. Das ist sowas von krass. Komm bitte, Jungs. Holt den Premier League Titel. Let's go. 78 Punkte reichen aus. Community Shield haben wir ja auch schon gewonnen. FA Cup wissen wir. Haben wir leider nicht gewonnen. Aber dafür den Carabao Cup. Da schlagen wir die Spurs 2:1 im Finale. Und jetzt können wir die Titelsammlung noch perfekt machen. 2023 haben wir angefangen. Und es könnte jetzt 2033 enden. Aber dafür muss ich das Finale jetzt erstmal gewinnen. Das ist natürlich allein schon sehr, sehr krass, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Mit dem ärmsten Verein überhaupt. Ich weiß, ich habe es schon 100-mal gesagt in dem Video. Aber ich muss es halt immer wieder betonen. Um die Trophäe geht's. Die wollen wir uns unbedingt gleich schnappen. Matthijs Tel stößt an. Und schon läuft der erste Angriff. Matthijs Tel zu Paul Wanner, der mit dem Trick. Paul Wanner, let's go! Was ein Traumtor in der 7. Minute gleich. Und es ist die FC Bayern Kombination. Matthijs Tel auf Paul Wanner. Das sieht wirklich sehr, sehr nice aus, was er da macht. Und jetzt muss Frankfurt erstmal hinterherlaufen. Ach ja, für alle, die es interessiert, hier deren Mannschaft übrigens. Boah, aber unsere Mannschaft lässt sich erwartungsgemäß richtig nice zocken. Perez, Tel, zurück zu Kamavinga. Der ist Linksfuß, aber da ist die Lücke für Iran Kula. Und es war tatsächlich auch kein Abseits. Für alle, die mir jetzt wieder irgendwas erzählen wollen. Ich habe nichts an der Schwierigkeit geändert. Es ist ultimativ, aber das Team ist halt krass und Eintracht Frankfurt ist halt wahrscheinlich nicht ganz so krass. Und noch ist ja auch nichts entschieden. Iran Kuda, sehr, sehr nice Flanke. Matthijs Tel nimmt die nochmal an. Da wäre es ein Fallrückzieher jetzt gewesen. Ricky, der geht rein. Als ob, ich war mir nicht mal sicher, ob der jetzt links oder rechts Fuß ist. Dann halt einfach mal abziehen und der Keeper von Frankfurt, muss man ganz ehrlich sagen, ist da nur Deko in der Aktion. Weil der war ja sowas von haltbar. Also das ist wirklich eine Machtdemonstration hier im Champions League Finale. Und wir hören ja nicht auf, da ist schon wieder Paul Wanner. Und es steht fast 4:0, jetzt eine unglaubliche Balleroberung. Iran Kuda ist durch. Hä, das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgeht. Wir spielen einen traumhaften Fußball, das hast du noch nicht erlebt. Matthijs Tel setzt vor der Pause sogar noch das 5:0 obendrauf. Ja, und jetzt kann ich mich halt einfach trauen, hier in der Halbzeitpause zur Simulation rüber zu wechseln. Mal schauen, was die Jungs ohne mich so veranstalten. Ja, die haben sich schon ein paar ganz gute Chancen rausgespielt. Tor ist aber keins gefallen, steht immer noch 5:0. Das Ergebnis spielen wir ganz easy runter. Und dann ist UCD AFC Champions League Sieger. Der ärmste Verein im Spiel, nach insgesamt 10 Saisons zum Besten geworden. Ist hierhin meine längste Sprint to Glory in EFC 24, glaube ich zumindest. Wenn ich falsch liege, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Werde ich den Spielstand auf alle Fälle wieder zur Verfügung stellen. Also an alle, die Mitglied sind oder werden wollen, ab der 2. Stufe könnt ihr den bei euch am PC reinladen, alles abchecken, weiterspielen, keine Ahnung, tun, was ihr wollt damit. Und ganz, ganz wichtig, das ist jetzt auch erstmal das letzte von den Einzelvideos. Also ab sofort kommen nicht mehr täglich Videos, weil ich jetzt dann über eine Woche im Urlaub bin, sondern es kommt erstmal nur
nur Bielefeld-Karriere. So, jetzt aber genießen, Samuele, Ricci oder Ricci oder wie auch immer ihr den aussprechen wollt. Ich glaube eher Ricci. Hält die Champions League-Trophäe für unseren Verein nach oben. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr dann auch dabei seid, wenn ich wieder anfange mit Daily-Videos oder generell so ein paar Einzelvideos. Ich habe mir zum Beispiel überlegt, dass ich eigentlich so eine richtig, richtig schwere Challenge ja mal machen würde. Weil so ist ja immer klar, irgendwann schaffe ich es zwangsläufig. Irgendwann gewinne ich mit dem Verein die Champions League, was ja auch cool ist, weil wenn man tägliche Videos macht, dann muss das so sein. Weil wenn es dann 20 Saisons dauert, dann schaffe ich halt nicht täglich Videos zu bringen. Aber durch die Cheat Engine kann man ja eh noch weiterspielen, also auch nach den 15 Saisons. Und wenn ihr irgendeine Idee habt für eine richtig, richtig krasse Challenge, für die man im besten Fall aber auch einen guten YouTube-Videotitel dann finden kann, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare rein. So, hier nochmal die absolut geile Truppe. Wir schauen uns natürlich auch noch an, wie die Mannschaft mit dem Bus durch die Stadt fährt. Wo kommt der Verein eigentlich her? Ich glaube aus Dublin, oder? Ja, genau. Steht auf dem Logo drauf. UCD Dublin. Ich muss mich auch noch bedanken an der Stelle einfach, wie hart ihr immer reinsupportet habt bei den täglichen Videos. Und es war auch für mich echt eine nice Erfahrung. Einfach mal so dieser tägliche Grind. Aber jetzt reicht es dann auch irgendwann mal wieder. Auf Dauer kann man das halt echt nicht durchhalten. Bis zum nächsten Video. Bielefeld-Karriere. Bis dahin. Euer Bernie. Ich muss jetzt trotzdem noch vom Urlaub insgesamt mit zwei Kanälen 9 Videos vorproduzieren. Ich hoffe, das kriege ich alles hin, so wie ich will. Wer jetzt nicht warten kann und direkt Bielefeld-Karriere anschauen möchte, hier mein letztes Video. Bielefeld-Karriere, wir haben Wettkampfmodus ausprobiert und überlegt, ob wir vielleicht Asan Uedraogo verkaufen, weil er zu schlecht ist.